Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Four Seasons Box von Monet 192. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Four Seasons von Monet 192. Das Ganze am 19. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von Monet. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was sich genau in dieser Box befindet. Also bis zuletzt. Normalerweise ist es ja so, dass dann zumindest wenige Tage vor Release irgendwie die Künstler Bilder posten, Stories posten, irgendwie Infos dazu geben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nichts dazu finden können. Und dementsprechend ist das echt jetzt eine absolute Überraschung, was sich hier in dieser Box befindet. Wir haben hier oben einmal den Schriftzug Monet 192, darunter Four Seasons. Dann haben wir den Albumtitel hier auch nochmal in dunkelblau bzw. schwarz. Sieht aus, als wäre das hier so aufgesprüht worden. Und dann hier ein Gesicht, bzw. ja, vier Gesichter in einem. Viermal Monet, wie so eine Steinskulptur hier das Gesicht. Und in diversen Emotionen, sieht für mich so aus, also vier verschiedene emotionale Zustände. Von unten sieht das Ganze so aus, rechts, oben und links, also komplett hier in diesem Kopf, in diesem Skulpturendesign. Dann hier einmal von der Rückseite und darunter haben wir dann die Tracklist. Hier lesen wir noch Sick Baby Tracklist, 15 Tracks, wir haben Features mit dabei von Ramo, Takt 32, Bad Moms J, Loon 40 und Ivana Santa Cruz. So, Barcode ist auch mit dabei, dann hier noch die Labels und Infos und da würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, es ist eine Clubbox, geht hier auf. So, hier geht's los. Nummer 1 ist einmal hier so ein Patch, kreisförmig. Dann haben wir als zweites eine Halskette, dann das Album im Jewelcase, ein Poster und das sieht mir aus wie ein kleiner Tischkalender. Okay, also das sind die Inhalte von Ihnen in die Box weiß. Packen wir wieder zur Seite und dann schauen wir mal. So, drei Inhalte kommen hier noch in Folie. Nämlich der Patch. Einmal der Patch. Dann die Halskette. Und natürlich auch das Album. So, wir machen hier mal auf. Und dann kann es auch schon losgehen. Also das ist das Album, Cover wie auch schon auf der Box. Hier wieder dieses Gesicht, diese Gesichter in einem regulären Jewelcase. Auf der Seite beschriftet mit Monet 192, also 192 Four Seasons. Und auf der Rückseite, exakt wie bei der Box, auch hier wieder die Tracklist. Wir haben einen Barcode, das Album gibt es auch regulär zu kaufen. Also rein physisch die CD kann man auch kaufen, ohne die Box. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal einen Downloadcode, um das Album digital runterzuladen. Okay, das gibt es auch selten. Bei Vinyls häufiger, aber so in regulären CDs selten. Also den schenke ich euch. Wenn ihr einer der ersten seid, die euch dieses Video anseht, dann könnt ihr den hier gerne einlösen. So sieht das aus. Dann haben wir das Booklet. Na, so, was haben wir hier? Ist auf jeden Fall dick. Hier geht's los. Wir haben die einzelnen Infos zu den Tracks, wenn auch schwer leserlich, ja, so hellgrau, man kann es sehen. Die Infos zu den einzelnen Tracks, also wer war beteiligt, wer hat produziert und so weiter und so weiter. All das kann man hier lesen. Plus Fotos von Monet und seiner Gang. So, jede Menge Text.
Hier ist noch eine kurze Definition von Sick Baby. Und zwar lesen wir hier: Sick Baby steht für die Akzeptanz und Toleranz aller Minderheiten unserer Gesellschaft. Sie umfasst alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, körperlicher, psychischer Funktionsstörung, sexueller oder politischer Orientierung. Okay. So, dann haben wir hier noch eine kurze Widmung zum Album. Es war ein harter Weg, doch Schweiß und Blut haben sich gelohnt. Ich bin sehr glücklich und auch stolz auf mein Debütalbum. Alleine wäre das niemals möglich gewesen. Vielen Dank und so weiter und so weiter. Also eine umfangreiche Danksagung. Könnt ihr euch natürlich gerne an dieser Stelle kurz pausieren und durchlesen. Weiter geht's mit den Credits und den Fotos. So sieht das aus. Okay, und dann haben wir auch noch die Fotocredits. Gut, soviel zum Booklet. Also die wichtigsten Informationen sind auf jeden Fall drin, die Credits. Dann die CD. Recht schlicht gehalten hier in weiß und schwarz. Und dann lesen wir hier noch 19.2. So, den Downloadcode machen wir auch wieder da rein, wo er hingehört. Wunderbar. Als nächstes haben wir einen Patch, der kommt hier kreisförmig und hier haben wir es wieder, was ich angesprochen hatte, Four Seasons, also diese vier Gemütszustände. Einmal hier fröhlich, einmal ja, wütend, einmal ein bisschen ja, neutral, so vielleicht leicht angefressen, leicht verstimmt und rechts dann wirklich traurig. So sieht das aus. Dann ist mit dabei ein Poster. Das kommt im Hochformat. Genau. Na, so. Das ist das Poster. So sieht das aus. Hier Monet im Hochformat abgebildet. Hier oben lesen wir es auch wieder. Monet 1902 Four Seasons. Und hier ist auch nochmal seine Tätowierung am Hals. Besser sichtbar. Sick Baby. Und das Ganze ist einseitig bedruckt. Also Rückseite blank weiß. Und wie gesagt, das Poster im Hochformat. Größe, denke A2 müsste das sein. Weiter geht's mit einer Halskette. Die kommt hier in Silber. So sieht die aus. Also was lesen wir hier? 192 und hier genauso. Also einmal auf dem Kopf stehend und einmal regulär. Auf der Rückseite lesen wir noch, Moment, Sick Baby Member. Was steht hier noch? Until I Die. Hier dann nochmal Four Seasons. Und hier nochmal Monet 192. Ja, eine Halskette mit einem fetten Anhänger. Die Halskette an sich ist so eine klassische, wie man sie kennt. Hier oben dann der Verschluss. Also hier kann man das Ganze dann entsprechend aufmachen und in der Größe auch anpassen. Aber der Anhänger an sich, der ist auf jeden Fall ziemlich groß und ziemlich flach. So, und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch diesen Tischkalender. So sieht er aus, mit dem Albumcover zuvorderst. Four Seasons. Year Number One, 19.02.2021, also genau heute zum Release-Date, bis 18.02.2022. Also ein Jahr lässt sich damit hier planen oder gestalten. Wir schauen mal rein. So, das ist dann der Februar und der März. Hier haben wir auch immer Zitate oder Songzeilen und natürlich auch Bilder. Weiter geht's. So, wir werden das mal kurz durchblättern, damit ihr seht, was euch hier Monat für Monat erwartet. So, hier haben wir den Juni mit seinem Mixtape Medical Heartbreak. Dann der Juli. August, September, Oktober, November. Ja, jetzt haben wir den Dezember übersprungen. So, hier ist er, Dezember, der kleine Fratz. Dann der Januar. Und hier geht es dann wieder in den Februar. Hier steht sogar, Monets Debütalbum Four Seasons wird am 19.02.2022 ein Jahr alt. Happy Birthday.
Ja, so viel zu diesem Jahreskalender. Somit kann man dann hier sich das gesamte Jahr von Monet begleiten lassen. So ein Spiralbinder kennt man und hier unten entsprechend gefalten zum Aufstellen. Ja, für den Arbeitsplatz, für die Schule, wo immer man möchte. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Jahreskalender, dieser Aufstellkalender, dieser Tischkalender. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Dann der Patch, kreisförmig. Die Halskette, die hier mit dieser ovalen Anhängerform kommt. Und natürlich das Album an sich, Four Seasons, im regulären Jewelcase mit insgesamt 15 Tracks und diversen Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Four Seasons von Monet 192. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Monet unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.